sei E die Menge mit den 12 Elementen A, B, C und immer so weiter bis L. Frage klein a. Wie viele Teilmengen mit 5 Elementen von E kann man bilden, die A und B enthalten, die A enthalten aber nicht B, die B enthalten aber nicht A, die weder A noch B enthalten? Frage klein b. Schließe daraus den folgenden Zusammenhang. Diese Gleichheit. Frage C. Verallgemeinere das Ergebnis, indem du durch eine ähnliche Überlegung beweist, dass für P streng größer als 1 und streng kleiner als n minus 1 gilt diese Formel. Klein d. Beweise die Formel des Pascalschen Dreiecks algebraisch. Diese Formel. Die gilt, wenn P größer gleich 0 und streng kleiner als n ist. Frage klein e. Beweise nochmals das Ergebnis vom Punkt C, also diese Formel, indem du die Formel des Pascalschen Dreiecks anwendest. Beginnen wir mit klein a und klein b. Seien zuerst einmal groß A die Menge aller Teilmengen mit 5 Elementen von der Menge E. Die Kardinalzahl von A, das heißt die Anzahl Elemente dieser Menge A, wird also berechnet durch die Anzahl Kombinationen der 12 Elemente von E 5 zu 5 genommen. Dieses Symbol liest man in der Mathematik nicht Hashtag, sondern Kardinalzahl. Sei weiter die Menge A1, die Menge aller Teilmengen mit 5 Elementen von E, die A und B enthalten. Die Kardinalzahl von A1 ist also Anzahl Kombinationen von 10 Elementen, 3 zu 3 genommen. Sei die Menge A2, die Menge aller Teilmengen mit 5 Elementen von E, die A, aber nicht B enthalten. Die Kardinalzahl von A2 ist also Anzahl Kombinationen von 10 Elementen 4 zu 4 genommen. Sei die Menge A3 die Menge aller Teilmengen mit 5 Elementen von E, die B, aber nicht A enthalten, und die Kardinalzahl von A3 ist selbstverständlich dieselbe wie die von A2. Sei die Menge A4 die Menge aller Teilmengen mit 5 Elementen von E, die weder A noch B enthalten. Die Kardinalzahl von A4 wird also berechnet durch Anzahl Kombinationen von 10 Elementen 5 zu 5 genommen. Da diese Mengen A1, A2, A3 und A4 paarweise elementfremd sind, das heißt ihr Schnitt ist jeweils leer, und da die Vereinigung dieser vier Mengen A1, A2, A3, A4 alle Möglichkeiten von A enthält, also gleich zur Menge A ist, gilt automatisch, dass die Mächtigkeit von A, das heißt die Kardinalzahl von A, dasselbe ist wie die Summe der Kardinalzahlen von A1, A2, A3 und A4. Also ist diese Zahl dasselbe wie die Summe von diesen vier Zahlen. Und das ergibt ganz genau die Formel, die wir beweisen sollten. Kommen wir jetzt zur Frage C. Seien zuerst einmal die zwei natürlichen Zahlen n und p, wie in der Angabe beschrieben, und sei auch die Menge e die Menge dieser n Elemente. Sei die Menge groß A Menge aller Teilmengen mit p Elementen von e, was also bedeutet, die Kardinalzahl von Groß A, das heißt nochmal die Anzahl Elemente von Groß A, wird berechnet durch Anzahl Kombinationen der n Elemente der Menge e, p zu p genommen. Sei die Menge A1, Menge aller Teilmengen mit p Elementen von e, die e1 und e2 enthalten. Die Kardinalzahl von A1 wird also so berechnet. Sei die Menge A2 Menge aller Teilmengen mit p Elementen von E,
die E1, aber nicht E2 enthalten. Die Mächtigkeit von A2 ist also die Anzahl Kombinationen der n-2 Elemente p-1 zu p-1 genommen. Sei die Menge A3, Menge aller Teilmengen mit p-Elementen von E, die E2, aber nicht E1 enthalten. Die Mächtigkeit von A3 wird also so berechnet und sei auch noch die Menge A4, Menge aller Teilmengen mit p-Elementen von E, die weder E1 noch E2 enthalten, also die Mächtigkeit von A4 wird so berechnet. Und wieder, da diese vier Mengen paarweise elementfremd sind und da ihre Vereinigung die Menge A ergibt, so gilt natürlich, dass die Mächtigkeit von A gleich ist zur Summe der Mächtigkeiten von dieser vier Mengen. Also so, was bedeutet, dass diese Zahl dasselbe ist wie die Summe von diesen vier Zahlen und das ist genau die Formel, die wir beweisen sollten. Als Antwort der Frage klein d sollen wir diese Pascalsche Formel beweisen. Dazu starten wir vom rechten Teil, das heißt von dieser Summe, und schreiben diese zwei Anzahlen von Kombinationen anhand der Fakultäten um. Jetzt müssen wir diese zwei Brüche addieren, dazu machen wir sie gleichnamig. Und dazu multiplizieren wir den ersten Bruch unten und oben mit p plus 1 und den zweiten Bruch multiplizieren wir unten und oben mit n minus p. Also so. Warum? Weil p plus 1 mal p Fakultät ergibt die Fakultät von p plus 1 und n minus p mal n minus p minus 1 Fakultät, das ergibt die Fakultät von n minus p. Im Zähler können wir dann noch die Fakultät von n ausklammern. So. Somit ergibt der Zähler n Fakultät mal p plus 1 plus n minus p. Das heißt n plus 1. Und n plus 1 mal die Fakultät von n, das ergibt die Fakultät von n plus 1. Hier addieren wir 1 und subtrahieren auch 1 sofort wieder. Warum machen wir das? Weil wir hier dann so sofort ablesen können, dass dieser Bruch nichts anderes ist als die gesuchte Anzahl Kombinationen. Somit haben wir die Formel von Pascal bewiesen. In klein e wird gefragt, diese Formel nochmal zu beweisen, aber dieses Mal anhand der Pascalschen Formel. Um diese Formel zu beweisen, starten wir wieder von dem rechten Teil, den da, schreiben zweimal diese Zahl um als diese Zahl plus sie selbst, ist gemacht. Jetzt gruppieren wir. Wir nehmen die zwei ersten Terme als Gruppe und die zwei letzten auch. Und in den zwei ersten Termen erkennen wir die Summe von zwei Kombinationen, genau wie in der Formel von Pascal. Unten steht dieselbe Zahl n-2, genau wie in der Formel von Pascal. Und oben steht links eine Zahl und die zweite Zahl oben, hier rechts, das ist die linke plus 1, genau wie in der Formel von Pascal. Also die Summe von diesen zwei Kombinationen, das ergibt diese Kombination. Das heißt, die untere Zahl n-2, die wird um 1 erhöht und die um 1 erhöhte Zahl p-1 bleibt erhalten. Genau dasselbe machen wir in dieser Summe und somit stoßen wir auf diese Summe und in dieser Summe können wir nochmal die Formel von Pascal einsetzen, denn unten die zwei Zahlen sind gleich und oben haben wir die Zahl, das ist diese plus 1, genau wie in der Formel von Pascal. Also ergibt diese Summe diese Anzahl Kombinationen, was zu beweisen war.